Hallöchen, Popöchen. Ja, ich gehe euch nochmal auf den Zeiger und zwar mit einem Tutorial und zwar mit einem ganz leichten Osterkörbchen. Was ihr dafür braucht, ist ein bisschen Band, egal welche Stärke, einen Locher oder eine Lochzange oder irgendwas, womit ihr ein Loch machen könnt, eine Schere, einen Stift, aber nur zum Anzeichnen. Also das ist jetzt ein Kugelschreiber, besser wäre ein Bleistift. Ich hole mal gerade einen Bleistift. Sorry, das war der Stuhl. So, Bleistift geholt, ein Lineal oder halt, ja, ein Zollstock und ein 30x30 Blatt Papier. Optimal wäre doppelt bedruckt. So, und zwar machen wir ein Osterkörbchen und das ist ultra einfach. Und zwar nehmen wir uns das Lineal oder was wir eben als Lineal nutzen und gehen von hier der oberen Ecke. Ich muss euch mal ein bisschen höher machen. Mal gucken, ob das hinhaut. Damit man das ganze Blatt Papier sieht. Nee, das sieht man immer noch nicht. Naja, auf jeden Fall von dieser Ecke. Wir legen das hier oben an der Ecke an und gehen diagonal nach hier unten. Und dann würde ich sagen, so, wir nehmen jetzt von, wir machen uns eine Linie. Ach Mensch, das bubbelt jetzt hier weg. So, mal gerade anlegen. Ja, ein Lineal wäre besser, aber so eine Diagonale hat 43 von so einem 30x30 Blatt Papier. Das heißt, ihr braucht dann schon ein ganz langes Lineal. Also, ich mache jetzt mir eine Markierung und zwar 10 cm würde ich sagen. Ihr könnt es aber auch nach Belieben noch ändern, wie ihr wollt. Und von oben ebenfalls von 43 dann halt zur 33 eine diagonale Linie ziehen. Und das machen wir an den anderen Ecken genauso. 10 cm. So, das war es schon. Okay, man hätte jetzt auch noch mehr nehmen können. Es kommt halt dann drauf an, je mehr ihr nehmt, desto kleiner wird hinterher die Grundfläche. So, und jetzt schneiden wir uns unsere markierten Sachen ein. Ja, ich schneide jetzt doch noch einen Zentimeter augenmaßmäßig mehr ein. Das ist auch keine neue Idee von mir, das habe ich beim Teleshopping gesehen. Aber ich habe das jetzt noch nicht bei YouTube gesehen. So, wir haben es jetzt eingeschnitten und jetzt müssen wir an hier jeweils da, da und an den anderen jeweils uns ein Loch, müssen wir uns ein Loch stanzen. So, also ich muss gestehen, hättet ihr eine Lochzange, hättet ihr viel ordentlicher machen können, weil jetzt hättet euch einzeichnen können. Mit dem Locher war es jetzt ein bisschen, ungenau. Ich muss mal, glaube ich, die Kamera reinigen. Ja, ich glaube, es war nämlich dreckig. Zumindest sehe ich, dass es unscharf ist. Kann mich auch irren. So, und jetzt müssen wir einfach ein bisschen Band nehmen. 4 Stücke. Boah, die Schere schneidet auch, wie kaltes Wasser brennt. Ist vielleicht auch eine gute Idee, um Restband zu verwerten. So, und jetzt nehmen wir uns hier 2 gegenüberliegende Ecken. Hier, das kommt so, die Löcher übereinander lappen. Beziehungsweise die hatten das anders gemacht. Die haben das hier einmal eingefädelt und die Schleife möchte ich außen haben, also von hinten einfädeln. Ah, hier bräuchte man 5 Hände, das wäre praktisch. So, genau, und jetzt einfach hier. Ja, okay, ihr könnt auch wirklich tatsächlich das Loch überlappen lassen, dann sieht es vielleicht im Endeffekt schöner aus. Und dann macht da erstmal einen Knoten, also bei den inneren, ja, ich mache jetzt erstmal, ach komm, ich mache direkt ein Schleifchen. Könnt ihr euch ja selbst entscheiden, ob ihr eine Schleife macht oder einen Knoten, ne? Oh, wo ist Finger? Kleines Band. So.
Und das machen wir jetzt ringsrum. Also wir nehmen uns jetzt auch noch das hier und das hier. Man kann jetzt im Nachhinein auch dann halt auch selbst noch einen Henkel, sich einen Henkel dran kleben oder mit einem Prep oder so. Natürlich spricht da nichts gegen, ne? Das hier ist jetzt nur ein reines Körbchen, wo man was reinlegen kann. So. Und jetzt haben wir natürlich noch die hier. Und da fahren wir genauso fort, nur halt eben an der anderen Seite. Wir gehen von hinten rein, damit wir vorne ja dann die Schleife haben. Natürlich hätte ich das Papier jetzt auch andersrum nehmen können. Kommt halt immer drauf an, was ihr für ein Muster innen oder was ihr für ein Muster außen haben wollt. Ich finde das halt cool, dass ihr das hier, seht ihr ja, keine krass geknickten Kanten hat. Ich meine, ihr könntet die Kanten euch knicken, bleibt euch überlassen, aber ich finde das schön, wenn das so ein bisschen, ja, rund ist. Rund macht immer so ein bisschen verspielten Eindruck. So. Und die letzte Ecke. Das Einzige, was halt wirklich dauert, ist die Löcher sich auszumessen, die Löcher zu machen und hier das festzubinden. Aber ansonsten ist das eine super Idee, auch vielleicht für mit Kindern zu basteln und eine schnelle Idee und vor allen Dingen auch eine Idee, wo ihr nur ein quadratisches Blatt Papier braucht. Natürlich könnt ihr jetzt auch ein größeres Blatt Papier nehmen oder auch ein kleineres, ne? Je kleiner das Papier, desto kleiner natürlich auch das Körbchen und je größer das Papier, desto größer das Körbchen. Ich binde hier noch gerade zu. Und wenn ihr natürlich die Seitenwände noch größer macht, habt ihr es natürlich auch noch höher. Das sind jetzt, ja, ich habe ja ungefähr 10, aber ich habe ja noch einen Zentimeter mehr beigemacht. Guckt mal, das sind noch nicht immer 10, das sind jetzt 8. 8 in der Höhe. Und finde ich total niedlich. Man könnte jetzt halt die ersten Schleifen, die man macht, tatsächlich als in einen Knoten umwandeln, weil die sieht man jetzt letztendlich nicht. Das ist jetzt so ein Bulb. Wäre vielleicht besser, wenn man da wirklich statt Schleifchen bei den ersten einen Knoten macht. Oder man holt das sich ein bisschen hoch oder so. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt ein Osterkörbchen und da passt einiges rein. Schaut, da kann man alles, was man so hat, reinwerfen. Zack. Natürlich auch Osterdeko, ist ja ganz klar. Ist ja ein Osterkorb. Ja, genau, das war's. Ein kleines, feines Tutorial unter 10 Minuten. Und mit Löchern hat es mich vielleicht 10 Minuten jetzt gekostet. Also könnt ihr ja gerne nachmachen. Und wie gesagt, die Idee ist nicht von mir, die ist von einem Shoppingcenter-Sender im Fernsehen. Und finde ich ganz, ganz cool. Sehr geil. Könnte man auch als Hut anziehen. Okay, ihr Lieben, dann ohne langes Geschwafel. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Lasst euch viele liebe Grüße da und wir sehen uns. Tschüss.